Okay, ich bin wieder am Start. Schön, dass ihr auch wieder dabei seid. Willkommen zurück zu einem brandneuen Part Pokémon Schild. Und genauso erwartet das von einem Trainer, der sich bis hier durchgeschlagen hat. Ne, wir müssen tatsächlich doch sechs Pokémon besiegen. Scheiße. Es wird nicht leichter. Hier kommt unser zweiter Trainer, Lorraine. Ui. Ja. Ach so, ich kann auswählen. Ob ich das jetzt mache oder nicht. Beim Doppelkampf kommt es darauf an, zu verstehen, welche Rolle die jeweiligen Pokémon des Gegners im Kampf erfüllen. Absolut. Absolut. Dann, ja, zeig mal, was du drauf hast, würde ich sagen, wa? Vulnona und Tortunator. Tortunator. Oh ja, alles klar. Super. Da habe ich ja richtig schlechte Pokémon. Nee, wobei, das ist eigentlich ziemlich gut. Hätte ich jetzt ein Wasser-Pokémon, das wäre. Das wäre dumm. So, Spukball auf Vulnona. Haben wir ja schon gezeigt, dass es sehr effektiv ist. Dann können wir eine Runde Abschlag auf Vulnona machen. Machen wir erstmal. Och, please, warum? Nicht auf. Oh. Alter, ist das ätzend. Ohne Witz. Natürlich auf Marshock. Warum nicht auf Golgantis? So lächerlich, ey. Ja, Noctu. Es wird, glaube ich, gerade wieder dunkel, ne? Also, ich glaube nicht, dass es dunkel wird, aber es wird wieder dunkel gerade. Oh, das ist ja alles richtig kacke. Ne, Rambos war nicht sehr effektiv, aber Spukball und Mega-Hieb. Da würde ich tatsächlich nochmal den Mega-Hieb machen und Luftschnitt auf Vulnona. In der Hoffnung, dass es klappt. Kann das Pokémon irgendwas anderes? Außer Panzerfalle? Ja, natürlich, darf er nochmal Irrlicht einsetzen, klar. Finde ich gut. Boah, das macht ja mal absolut wenig Schaden. Aber dafür ist Vulnona jetzt auch weg. Ah, das sieht gut aus. Wir holen Marshock natürlich gleich wieder, ne? Ist ja ganz klar. So, das Problem, was ich jetzt halt mit Tortonator habe, ist, dass er die Panzerfalle vor mir auslösen darf. Und das ist doof. Weil die wird jetzt, glaube ich, auslösen. Oder? Scheinbar nicht. Also alles cool. Naja, gut, dann habe ich nichts gesagt. Oh, das macht ja mal gar keinen Damage. Ah, jetzt. Okay, jetzt verstehe ich die Attacke. Ja, gut. Dann versuchen wir mit dem Mega-Hieb. Und du machst mal wieder Mondgewalt. Das dürfte es dann auch gewesen sein, hoffentlich, wenn beide Attacken jetzt durchgehen. Eieiei. Das ist jetzt nicht allzu günstig für mich. Also ich weiß, ich bin hier mit den falschen Pokémon. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber gut, das hat trotzdem noch was gebracht. Sehr schön. Jetzt kann die nächste auch kommen. Dann haben wir die Challenge schon mal geschafft. Und dann geht's Richtung Roy. Das Wetter ist unberechenbar, aber noch viel unberechenbarer ist der Ausgang eines Kampfes. Korrekt. Und ganz kurz das Licht an, ne? So. Fantastische Leistung. Genau das habe ich von einem Trainer erwartet, der sieben Orden erkämpft hat. Oh, das hat sie gesagt. Das hat Roy gesagt. Ups. Und jetzt ist es Zeit für den krönenden Abschluss. Nummer 3. Genau. Was ist das denn für ein Name? Siobhan. Ja, das muss man so aussprechen. Das H muss so klingen, als wenn man richtig am Husten ist. So, aber das mache ich jetzt. Bin ich eigentlich behindert? Das mache ich jetzt natürlich noch nicht. Wir gehen erstmal in den Beutel und hauen mal eine Runde Heilung für alle raus. Weil das wird, glaube ich, jetzt doch notwendig werden. Also, Beleber einmal auf Mashok. Genau. Und auf Akani. So, das war schon mal gut. Dann einmal einen Supertrank, der nur 60 heilt. Das kann ich auf Akani machen und auf Golgantis. Ja, okay, Golgantis ist damit voll. Das ist schön. Mashok kriegt auch noch. Ja, okay, komm. Den heilen wir ganz. Und Noctu kriegt auch noch einen. Ja, und damit hätten wir jetzt. Okay, warte mal. Jetzt sind alle voll außer Akani. Das sehe ich natürlich nicht ein. So.
Gut, das wär's. Jetzt können wir den Kampf auch antreten. Haben auch alle Pokémon wieder. In einem Doppelkampf kann man beiden Pokémon kann man beide Pokémon mit voller Kraft zuschlagen lassen oder man gibt einen von ihnen eine unterstützende Rolle. Sehen wir mal, was für eine Strategie du verfolgst. Einfach drauf, immer drauf gehen. Arena-Trainer, ja, fordert dich heraus. Alles klar. Rex, Blizzard und Medivh. Alles klar, das. Oh Gott. Da ist Feuer, glaube ich, gut. Also, ja, ne? Natürlich fängt es an zu hageln. Ist ja auch Gott sei Dank überhaupt nicht nervig. So, was machen wir? Spukball auf Medivh und Flammenrad oder Feuerzahn besser auf Rex Blizzard. Dann zeig mal, was du drauf hast. Oh, und das macht Damage. Geil. Okay, da habe ich den Typenvorteil aber mal sowas von ausgenutzt. Ja, das war schon nicht schlecht. So, Machoke 51, sehr geil. Er möchte sich immer noch nicht entwickeln, das ist doch lächerlich. Ja, das kriegen wir schon noch hin. Okay, das war auch eine gute Attacke. Ist bis jetzt die leichteste Trainerin von allen. Kampfgebrüll, das bringt ihm jetzt ja auch nicht wirklich viel weiter. Angriff sinkt, ja. Das macht nichts. Wir haben jetzt noch volle Kraft. Das ist schon okay. Machen wir einfach mal Mega-Hieb, ne? Ich glaube, das macht ein bisschen mehr Damage. Und bis auf Medivh. Ich hoffe, das bringt was. Nee, das bringt absolut nichts. Das war richtig scheiße. Wie? Ich kann nicht angreifen. Was denn da? Achso, er kann nicht angreifen. Wollte gerade sagen, hö. Hat sich aber jetzt eh erledigt, weil war ein Volltreffer und wir haben die letzte Challengerin, die letzte Trainerin besiegt. Geil. Also, ja, von den Leveln her sieht es auch echt gut aus. Wäre schön, wenn Mashok sich jetzt endlich mal entwickelt. Wenn Pokémon und Trainer an einen Strang ziehen, wecken sie ungeahnte Kräfte in sich. Korrekt. Eine reife Leistung. Gegen einen talentierten Trainer wie dich zu kämpfen zu dürfen, war mir eine große Ehre. Okay, hast du das gesehen, Roy? Großartig, Marvin. Ganz wie erwartet hast du die Arena-Mission gemeistert. Bravo. Dann ist es jetzt an der Zeit, dass du dich gegen mich beweist. Auf ins Stadion. Sehe ich auch so. Aber ich mache trotzdem noch meinen Rückzieher. Ja, ich möchte einmal zurück zum Empfang. Gut, aber vergiss nicht, nur wer wagt, kann auch gewinnen. Absolut richtig. Und deswegen habe ich da gerade Fans gesehen? Marvin, ich bin ein Fan. Ja, Mann. Besten Dank. Das ist auch schön. So, wir versuchen jetzt erstmal einen Stalos zu fangen. Haben wir das? Wird's gelevelt? Und ja. Mehr gibt's da nicht zu sagen. Da bin ich natürlich jetzt auch gerade schon an einer sehr richtigen Position. Aber krass, wie schnell das Spiel vorbeiging, oder? Also ein bisschen schade ist es ja schon. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss auch. Warte mal eben ganz kurz. Habe ich nicht vielleicht sogar noch ein paar XP-Kapseln? Ich glaube nicht, ne? Leider nicht. Naja, gut. Wäre ja auch zu schön gewesen. So, dann suchen wir jetzt einfach mal einen kurzen Stalos. Oder vielleicht generell Pokémon, die gegen Drachen effektiv sind. Also diese Zone, dieser Teil dieser ganzen Naturzone spiegelt so den April wieder. Einfach alle Jahreszeiten vereint in einem Monat oder in einer Zone in diesem Fall. Sandsturm haben wir ja auch noch. Sehr schön. I. Aber was wir auch machen könnten, wir könnten uns einen Gyarados fangen. Weil wir können ja jetzt mit unserem Rad schwimmen. Gyarados ist zwar auch ein Drachen-Pokémon, aber es geht ja darum, um den Typenvorteil auszunutzen. Nicht wirklich darum, jetzt gegen Drachen anzutreten. Also ja, doch schon, aber ihr wisst, wie ich das meine. Drachen haben halt auch noch andere Typen, die es dann leichter machen, es zu besiegen. Okay. Oh mein Gott, wie viel Glück kann man haben? So, Gyarados ist jetzt unser. Hoffentlich.
Es wirkt extrem stark, das ist denkbar ungünstig, also es ist locker über Level 55, ne? Das heißt... Ah, wir können es nicht fangen, ist doch Schmutz. Das ist jetzt schon ein bisschen doof, tatsächlich. Ich meine, gut, ich hätte den Kampf natürlich noch mitnehmen können, aber... Nee. Wir finden irgendwo bestimmt noch mal ein anderes Garados. Und dann holen wir uns das einfach. Das ist dann eben so. So, hier sind nur Billo-Gegner, die will ich nicht haben. Ja. Okay. Gut, dann suchen wir uns einfach mal die nächsten Spots aus, wo man schwimmen kann. Hier schon mal nicht, weil wir da nicht runterkommen. Relaxo habe ich auch, oder? Ich meine wohl. Kommt man überall nicht runter. Das war kurz knapp. Ich würde schon gerne einen Garados und einen Stalos haben. Das wären schon so Pokémon, wo ich wirklich sagen würde, ja. Da hätte ich Bock drauf. Aber hier ist erstmal ein Pokémon-Nest. Vielleicht sogar mit Raid? Nee, leider nicht. Da steigen dann immer ein bisschen mehr Watt auf. Und die Raids erkennt man halt immer ganz gut an den Leuchtsäulen, die da in den Himmel ragen. Wir könnten jetzt an einem Raid teilnehmen. Wollen wir? Ach, natürlich kommt er hier nicht hoch. Was ist denn das wieder für ein Scheiß? Aber ich könnte eventuell hier noch einen Garados finden. Wobei ein Dratini ist auch nicht schlecht, ne? Ach, ein Lapras Dratini. Wie komme ich auf Dratini? War das nicht das Feuer-Pokémon? Als Drache? Gerade keine Ahnung, ehrlich gesagt. Natürlich kann ich es auch nicht fangen. Das ist doch scheiße. Da denkst du, du kannst jetzt alle Pokémon aus der Naturzone fangen und nix ist. Dreck. Aber... Wir könnten ja trotzdem nochmal den Plan mit Onix verfolgen, weil dann hätte ich beide direkt. Wir machen das einfach so, je nachdem, was ich zuerst finde, das fange ich dann mir auch. Das klingt, glaube ich, nach einem guten Deal, oder? Aber ich glaube, allzu schwer dürfte die Challenge gleich nicht werden, weil... Ja, es ist die letzte, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir auch sehr starke Pokémon im Petto haben. Die wir dann einfach nur noch ein bisschen mit dem Level hochboosten müssen. Ob das jetzt künstlich ist oder nicht, das ist ja im Endeffekt scheißegal. Hauptsache, sie leveln auf. Und Junge, habe ich Bock, Macho mal in Action zu sehen. Da ist ein großer Raid. Da würde ich jetzt tatsächlich auch ganz gerne hin. Das Schöne ist, ich kann jetzt so abkürzen. Das ist herrlich. So ein Rad wäre aber auch echt eine coole Sache. So, normalerweise wären hier auch schon die Pokémon... Aber leider nicht das, was mir gefällt. Also wir werden, also besser gesagt, ich werde noch offscreen sehr viele Pokémon fangen. Nicht alle, das kann ich euch schon mal versichern, aber einige. So, 300 Watt. Alter, es ist ein Machomai. Ich kämpfe alleine, jupp. Wobei, das werde ich wahrscheinlich jetzt nur besiegen... Um es besiegt zu haben. Ach ne, wisst ihr was? Ich fang's einfach. Warum nicht? So, Golgantis. Let go. Dann kann ich nämlich auch sehen, ab wann sich Machoke endlich mal auflevelt. Oder auch nicht. Ich glaube, ich habe mit Golgantis ja nicht so eine gute Wahl getroffen. Aber wir können ja trotzdem mal Mega-Heat machen. Oh, das macht nicht so viel Schaden. Scheiße. Ja, Gott sei Dank hat mich die Attacke verfehlt. Aber ich trage trotzdem noch Schaden davon. Hatte der gerade so eine Pfeife als Schweif? Oh! Alter, wie viel Glück kann man eigentlich haben? Pikachu von... Ja, genau. Bekommt irgendwas. Elektroattacken bringen nix! Aber die Initiative sinkt. So, Mega Heap hat schon ein bisschen mehr gebracht, aber... Warum kann ich das Dynamax-Phänomen jetzt nicht ausnutzen? Probieren wir es einfach mal mit Rambos. Elektroattacken bringen immer noch nichts, nur so nebenbei. Ja, okay, ist ja nicht weiter schlimm.
Ach, es ist paralysiert, das ist gut. Aber Pikachu wurde leider besiegt. Na gut. Manchmal muss man Opfer bringen, ne? Und der Sturm nimmt an Stärke zu. Das ist schlecht. Golgantis, willst du mich verarschen? Es weigert sich jetzt einfach. Ja. Hab ich noch nie gesehen. Das hat echt so eine Pfeife als Schweife. Cool. Okay, dann machen wir einfach nochmal Mega-Hieb oder Spukball? Spukball. Komm, machen wir Spukball. Ey, ey, das dauert lange. Das kriegen wir so schnell auf jeden Fall nicht down. Aber das ist auf jeden Fall auch ganz gut, dass es jetzt so ein großer Kampf ist. Da gibt es nämlich immer die geilsten Items. Das beste Loot. Ja, okay. Wir haben, na, nicht ganz die Hälfte. Aber das, ja, das kriegen wir hin. Solange ich hier keinen Damage kriege, ist alles cool. Wenn ich jetzt auch gleich mal meine Dynamax-Attacke machen könnte, das wäre schon noch ein bisschen schöner tatsächlich. Gleich. Gleich. So, Spukbär, komm, wir machen nochmal Mega-Hieb. Warum nicht? Ich kann es nicht oft genug sagen. Eisenschweif, ja, das bringt auch nicht wirklich viel. Prinzipiell bringen eigentlich nur Kampfattacken großartig was. Oh, geil, jetzt wird es auch noch stärker. Ach, das ist doch super. Aber die erste Barriere bricht schon mal, das ist gut. Überwurf, ich dachte, es kann eventuell nicht angreifen. Was ist das denn wieder für eine Scheiße? Lächerlich. Ich wollte gerade sagen, Hilfe. Und jetzt kann ich auch endlich wieder Dynamaximieren. Sehr schön, das nutze ich auch gleich mal direkt. Und, ja, mache ich einfach mal Dynastahlzacken. Ne, das ist kacke. Dynaangriff, komm. Ich hoffe, ich darf jetzt nicht zuerst angreifen, dass die Barriere weg ist, dass ich dann meine Dyna-Attacke durchführen kann und dass er richtig Damage kriegt, aber ich glaube, dass wir jetzt angreifen. Und, habe ich recht behalten? Oh ne, Gott sei Dank nicht. So, aber jetzt kann ich richtig losgehen. Loslegen. Gut, denn let's go. Dyna-Angriff. Zeig, was du drauf hast. Einiges auf jeden Fall. Das war schon mal gut. Warum machen die anderen eigentlich keinen Dynamax? Egal, wir fangen es jetzt einfach mal. Einfach weil wir es können. Wir werden es natürlich jetzt nicht benutzen, weil ich habe da ja mein eigenes Machok, was zu einem Machomai werden soll. Dementsprechend, ne? Habt ihr ja, glaube ich, Verständnis für, hoffentlich. Aber erstmal möchte ich es natürlich trotzdem im Inventar haben. Watz. Wenn es klappt mit dem Fangen, versteht sie an der Stelle natürlich, ne? Ich wollte gerade sagen, das hat mir ein bisschen zu lange gedauert. Aber das hat geklappt. Sehr schön. Kann man bei den Dynamax eigentlich ein Pokémon nicht fangen? Kann man das verkacken? Ich weiß es gerade gar nicht. Spät haben wir das überhaupt? Spät. Oh Junge, das gibt richtig herrlichen Loot. Da kann man mit arbeiten. Da kann man sogar sehr mit arbeiten. Für Machomai wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Kraftpotz-Pokémon, Typ Kampf. Seine vier Arme reagieren schneller, als es denken kann. Da ist es in der Lage, unzählige Schläge reflexartig auszuführen. Nee, kein Spitznamen. Einmal in meine PC-Box bitte und danke. Gut, aber das war's auch mal wieder mit dem heutigen Part. Ich setze mich jetzt noch ein bisschen dran und lerne noch ein bisschen. Ob das so viel bringt, weiß ich... weiß ich nicht. Aber dann habe ich für morgen auf jeden Fall ein besseres Gefühl. Wünscht mir auf jeden Fall Glück. Aber gut, ich würde den Part jetzt trotzdem ganz gerne hier beenden. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß beim Zusehen und seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao.